Aus eigener Kraft konnte sich der Fahrer eines Kranwagens am Mittwoch gegen 14 Uhr aus seinem umgekippten 35-Tonner befreien. Er war auf der engen Landstraße 808 zu weit rechts gefahren und kippte in einem schlammigen Graben um. Der Fahrer des Kranwagens erlitt durch den Schlamm Unterkühlungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des 35 Tonnen schweren Kranwagens musste die Landstraße komplett gesperrt werden.